Wir haben hier die Situation, dass wir jetzt von 1 Kilometer auf 2 Kilometer Rückstau kommen. Man sieht das schön hier an den Kamerabildern. Brechen tue ich jetzt die Verkehrsmeldung aufschalten hier. Und tue hier auf 2 Kilometer abändern und auch den Zeitverlust anpassen. Der wäre jetzt ungefähr 20 Minuten. Der Jean-Pierre Pinguerel und seine Kollegen von der Verkehrsmanagementzentrale vom Bundesamt für Strassen haben die Fäden der Schweizer Autobahnen im Griff. Diese Tage mit Fokus auf die Nord-Süd-Achse. Am Gotthard ist so die Faustregel pro Kilometer etwa 10 Minuten, mindestens im Fahrtrichtung Süden ist das so. In der Autobahnzentrale steuert er alles auf den Autobahnen. Von einer Temporegulierung, Umleitungen bis zu einer Sperrung. Wenn es eine Staulänge von 3 Kilometern hat, stellen wir dann auch Wechseltext-Signalisationen. Das sind die schwarzen Panels auf der Autobahn, wo man dann die Staulänge auch anzeigen kann. Und wenn es noch länger wird, bestimmte Kriterien nach unseren Checklisten erfüllt sind, kann Umleitungen schalten. Über die A13 Bündnerland. Dass es überhaupt zum Gotthardstau kommt, liegt meistens an der Verkehrsüberlastung. Aus Sicherheitsgründen will man nicht mehr als 1000 Fahrzeuge in der Stunde durchlassen. Wenn natürlich mehr Fahrzeuge kommen, bildet sich entsprechend hinten noch ein Stau. Geregelt wird die Dosierung über eine Ampel bei den beiden Eingängen zum Gotthardtunnel zu Göschenen und zu Airolo. Das ist aber nicht der einzige Grund für den Stau. Es gibt natürlich Fahrzeuglenker, vor allem wenn sie nicht so geübt sind. Das können auch solche sein aus dem Ausland, die dann vielleicht so, nicht so einen langen Tunnel gewohnt sind, dass die vielleicht nur mit 70 fahren. Und das hat natürlich dazu zur Konsequenz, dass die folgenden Fahrzeuge auch verlangsamt fahren können. Insbesondere, weil ja aus Sicherheitsgründen auch der Abstand, den man einhalten im Gotthardtunnel angegeben ist. Und das kann natürlich dazu führen, dass temporär mal an der Dosierstelle die Anlage länger rot bleibt, bis sich der Verkehr wieder verflüssigt hat im Tunnel. Stau, Unfälle oder Pannen sind sehr oft schuld, aber nicht nur. Die Umgebung im Kanton Uri und Tessin macht die Situation nicht einfacher. Wir sind in einem alpinen Gebiet, wo es Steigungen hat. Wir haben nicht überall einen Pannenstreifen. Gerade in den Tunnels hat es gar keinen Pannenstreifen. Darum muss man teilweise auch so dosieren, dass die Tunnel frei bleiben. Also das wird vielleicht vom Verkehrsteilnehmer nicht auf den ersten Blick so verstanden, aber ist eine Voraussetzung aus Sicherheitsgründen.